Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier fleißig dabei gewesen, die ganzen Sachen zu sortieren, was ich auch immer noch bin. Ich habe die Schränke mal so ein bisschen hingestellt. Ja, kann man auch irgendwann noch mal ein bisschen anders darstellen, aber Hauptsache, sie stehen jetzt erstmal so, dass wir hier ein bisschen, ne, Materialien einfach ein bisschen umsortieren können, ein bisschen Ordnung schaffen können in unseren ganzen Schränken, weil ganz ehrlich, da hat ja kein Mensch mehr durchgeblickt. Jedenfalls, ich habe selber nicht mehr durchgeblickt. So, da werden wir diese ganzen Sachen machen, die hier so mit den, ne, hier zu tun haben. So. Ich habe hier noch ein paar Schränke nach oben gebaut. Hier mache ich mal die ganze Farbe rein. Farbe, Klamotten, sowas kommt hier oben rein. Auch sattelmäßig und diese Bolas würde ich auch gerne nach oben machen. Aber ich fürchte, ich muss noch einmal einen Schrank bauen, dass ich vielleicht noch einen irgendwo hier unten hinstelle. Vielleicht hier hinten in die Ecke, dass wir da noch ein bisschen Essen reinpacken können. Also diese Salz und sowas. Einfach, dass man den Schrank aufmacht und weiß, hey, da ist das drinne, da ist das drinne, da ist das drinne. Und nicht alles so unordentlich ist jetzt da. Das ist wichtig. Dass man auf den ersten Blick einfach findet, was man. Zum Beispiel Salz, das da, das da. Einfach mehr. Machen wir noch mal einen. Ah, ich weiß. Hier. Und gerade noch mal einen. Mal hier die ganzen Bolas raus. Weil die haben hier eigentlich drinnen nichts zu suchen. Die packen wir oben in den Schrank rein, wo wir die Satteldinger drin haben. Und hier packen wir dann die ganzen Reingedönse rein. Machen wir die ganzen Bolas rein. Das packen wir mal da rein. Also wir machen mal jetzt noch zwei kleine Kisten. Und zwar machen wir in diese kleinen Kisten so Sachen rein wie Waffen und Waffen und Werkzeuge. Kommt das rein? Hier kommt dann das rein. Einfach für den Vorrat. Na so. Jetzt beschriften wir das Ganze natürlich auch noch. Name. Da machen wir Waffen. Schrägstrich. So, hier machen wir. Werkzeuge. Einzeln. Das.
Gar nichts. Da war Holz drinnen, ne? Holz? Ist. Dann hier ist dann das Stroh drin. So, hier sind Baumaterialien. Vor sich hin, das ist Wahnsinn, weil wir Fläche mittlerweile haben. Salz. Da ist kein Salz drin, die Milch wird schlecht. Oh no. So, restliche Salz packen wir hier rein. Wir auch noch das Öl mit rein. So. Dann haben wir hier Baupläne. Bau. Bau, Bau, wie kann man das denn nennen, dass man das, das schreibt man ja aus hier. Bau, Karten, machen wir einfach Karten. Machen wir einfach, ich weiß auch schon, was ich damit meine. So, dann schauen wir mal hier, wenn wir das hier reinpacken. Okay, das haben wir doppelt. Dann können wir das schon mal wegschmeißen. Hier haben wir auch doppelt. Auch schon mal wegschmeißen. Das war auch doppelt. Auch mal weg. So. Okay. So. Und jetzt. Den doch wohl hier hinstellen. So, und da packen wir erstmal die ganzen Samen rein, Freunde. Gut, vielleicht ist so ein Schrank, vielleicht ist so ein Schrank zu groß. Ah, wir lassen mal lieber. Wir lassen es mal lieber. Man weiß ja nie, wie viele Samen man so erhält, ja. Was es alles so gibt und vor allem, wie viel wir dann davon später haben werden. Deshalb lassen wir das mal so. So, dann gucken wir mal, wo hatte ich denn... Machen wir hier rein, Reis und Böhnchen. Ne? So. Das kann man jetzt farblich nicht unterscheiden. Ne? Da muss ich jetzt halt immer gucken, weil ich kann die nicht beschriften jetzt mit Namen oder sowas. Dann sagen, hey, hier und das und das und das muss da rein. Das und das muss da rein. Das kann ich leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Fleisch war, glaube ich, hier. Naja, mit der Zeit werde ich mir das wahrscheinlich merken können, wo was drin ist. Kohle? Das ist sowas wie Schwefel. Aber das ist Kohle.
Alles klar, weiß ich Bescheid. So. Mach das rüber. Moment mal, wir können mal ganz kurz den Milcheimer noch mitnehmen. Können wir mal ganz kurz unsere Kühe melken gehen. Haben wir nämlich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ich werde noch was machen. Bevor ich da jetzt hingehe, werde ich was machen. Sekunde mal. Windstein, Torch. Torch. Gut. Stein. So. Und zwar werden wir jetzt da draußen nämlich endlich mal Fackeln anbringen an dem Stall, dass man da einfach was sieht, Leute, weil ganz ehrlich, es ist dunkel, ja, und ich sehe hier meistens am Stall nicht so viel. So, ne? Können wir aber ausmachen, weil es wird ja auch gerade wieder Tag, wie ich schon sehe. Aber jetzt haben wir das wenigstens mal dran. So. Kuh melken wollte ich. Arsisch. Nochmal. So, haben wir unsere beiden Kühe gemolken. Muss ja auch zwischendrin sein. Nicht, dass denen ihre Euter irgendwann mal platzen. Ey, wann habe ich das letzte Mal diese Kühe gemolken? Das ist schon so lange her, ne? Schon so lange her, dass es mir schon gar nicht mehr einfällt. So, ich habe auch gerade gesehen, wir haben unten in der Leiste noch zwei Leitern. Die packen wir auch mal da rein. Die Beeren lassen wir einfach mal hier drinnen. So, dann gucken wir mal. Können wir vielleicht irgendein Tier hier noch ein bisschen leveln? Und nicht? Doch in hier. Holen mal ein bisschen auf Leben, dass der ein bisschen aushält, wenn mal was sein sollte. Harfe auch. Der ist auch bald zu weit. Nix. Noch nix. Feinchen ist auch nix. Billy ist auch nix. Unser neues Schweinchen, wie sieht's bei dir aus? Du hast mal ein bisschen auf Leben machen. Ja. Auf Leben machen. Perfekt. So. War ich schon mal ganz kurz eben was? Aber eigentlich braucht man momentan keinen Dünger, ne? Ich glaube, dass auch der Dünger ja verrottet, oder? Ich glaube nicht, dass ich den einfach so aufheben kann. Ich glaube, der geht auch kaputt. Das wäre dann scheiße, wenn der kaputt gehen würde, weil wir haben ja nur zwei Beete momentan. Wir haben momentan nur zwei Beete.
Aber wir werden, wenn wir dann mit unserer C-Rose unterwegs sind, werden wir sicherlich noch ganz, ganz viele Samen finden. Und dann werden wir auf jeden Fall losfahren und nach Hause hier fahren und dann hier alles reinpacken und dann hoffentlich auch sicher nach Hause kommen, ne? Weil, ja. Na, wer bist du denn? Na, Max. Magst du ein Teil unserer Familie werden? Kleines, süßes, putziges Hühnchen? Magst du? Magst Beeren, ne? Beeren? Du magst so richtig leckere, feine Beeren. Jetzt habe ich wieder ein Tier gezähmt, noch gar keinen Namen dafür. Die Helen. Hi Helen. Komm mit. Oh, sie hat sogar vor Freude ein Ei gelegt. Guck mal eine an. Guck mal hier, ich habe euch noch mal eine Freundin mitgebracht. Ich hab da gar nichts mehr zu essen drin. Muss man hier mal wieder. Eier habt ihr gelegt. Mann, Mann, Mann. Eier. Oh, ne, das ist was Kacke gelegt. Du bist. Ich wollte gerade sagen, du bist weiblich und du bist weiblich. Nein, du bist weiblich, du bist männlich, du kannst gar keine Eier legen. Alles gut. So, okay, Moment mal. Wir müssen mal ganz kurz zu unserem Futterdruck. Wir müssen mal ganz kurz den Hühnern auch ein bisschen Essen reinpacken. Vielleicht bauen wir auch mal wirklich da hinten noch einen Futterdruck hin. Also ich meine, dass wir da hinten einfach nochmal einen Futterdruck hinbauen. Dass die Hühner auch davon profitieren. Vielleicht bauen wir hier später noch was anderes hin, stallmäßig oder sowas. Und ich wollte schon immer ein Freigehege für die Hühner bauen. Ach, ich wollte so viel tun, ne? So viel wollten wir tun und immer noch habe ich es nicht getan. So, Helen hat was auch. Bei euch da allen noch mal ordentlich was drauf. So. So. Stalltür zu. Die Eier natürlich auch wieder schnell rein hier. Eier, 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 hatte ich die hier? Hier? Nee. Hier? So, und ich habe Kacke aufgesammelt. Da ihr zwei. Da ihr zwei. Nilsson und Mini. Und für dich müssen wir ja auch noch einen zweiten holen, ne? Machen wir das jetzt dann? In der nächsten Folge, Freunde? Ja. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Wir werden eine Freundin für unseren Herrn Rabbit suchen. Eine Frau Rabbit. Und ob uns das gelingt, ob wir eine Frau Rabbit finden und was ist dann. Noch alles weiter so erwartet an diesem wunderschönen Tag. Das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.